Herzlich willkommen bei Raspberry Co. zu einem neuen Video vom 360S6 Staubsaug- und Wischroboter. Den habe ich ja letztens schon getestet und ich habe sogar auch einen Teppichtest gemacht und jetzt kommt mal der ultimative Saugtest. Ich habe hier nebenan ganz viel Dreck verteilt und auch zum Beispiel Katzenstreu, Katzenhaare sind, also ist alles mit drinnen, was man so zu Hause verteilt haben könnte. Das Katzenstreu ist auch relativ dick und schwer. Also das ist auch ein ganz guter Test, ob der 360S6 eine gute Saugkraft hat. Aber eigentlich behaupte ich, müsste der schaffen, denn beim Review hat er sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Das Ganze testen wir dann auch noch auf einen Teppich, da verteile ich auch noch ganz viel. Aber starten wir erstmal mit normalen Boden, Parkettboden hier. Ich habe die App schon mal gestartet und hier werde ich Ihnen dann sagen, dass er eben diesen kleinen Bereich vorne staubsaugen soll, wo eben der Dreck liegt. Dazu gehe ich auf Specify. Das ist eben das Schöne an diesem Roboter. Man kann genau sagen, wo er hin soll. Der Bereich ist ungefähr so. Das müsste ungefähr hinhauen. So. Okay. Und dann schicke ich ihn los. Ich lasse ihn, ja, lassen wir ihn mal zweimal drüber fahren. Obwohl, nee, nur einmal. Gut, und dann schon sagen wir Go Cleaning. Okay, I'm going to clean this area. So, dann beobachten wir mal, ob er das schafft. Am Anfang scannt er immer mal kurz den Raum, das dauert immer einen kleinen Moment. Und dann registriert er, aha, das ist ja dieselbe Map wie von vorher. Da kann ich an dieselbe Stelle, wo ich eben gerade das eben ja angegeben habe, staubsaugen. So, jetzt hat er sich gefangen und jetzt geht er eben zu diesem Bereich staubsaugen, wo ich gesagt habe. Also den Bereich habe ich ganz gut getroffen. Hier vorne sehen wir, dass da ein Staubstück mitgeschoben wurde, aber jetzt hat ihn verschluckt. Sehr gut. Okay, den Bereich habe ich vielleicht ein bisschen zu groß gewählt. Macht nichts. Also den ersten Bereich hat er locker flockig aufgesaugt. Jetzt arbeitet er auch im Zickzack-Prinzip. Erst hat er ja den Bereich umrandet. Hey, das sieht super aus. Das sieht wirklich easy aus für ihn. Der macht das, glaube ich, mit einer Leichtigkeit. Jetzt war ganz viel dazwischen. Okay. Sieht gut aus. Sehr schön. Okay, wir sehen, also die Saugleistung ist wirklich klasse, habe ich auch tatsächlich so erwartet. Ein Tickchen schwächer als zum Beispiel der Roborock, würde ich sagen. Also hier sind minimal ein paar kleine Sachen übrig geblieben, man sieht es hier. Aber man muss auch sagen, da war richtig viel dazwischen. Nach dem zweiten Mal durchgehen würde der es locker aufsaugen. Und das mache ich jetzt auch mal und danach verteile ich mal den ganzen Dreck auf den Teppich. Also ich würde sagen, auf Parkett war das super gut. Bisschen was ist übrig geblieben, aber bei so viel Dreck kann man nicht so viel erwarten oder zu viel erwarten. Das war schon wirklich top. Bevor ich mal den ganzen Dreck hier wieder verteile auf den Teppich, wollte ich mal reinschauen. Wir sehen, der ist mega gefüllt mit dem Staub und alles, was ich ihm verteilt habe. Und das innerhalb von ein paar Sekunden. Also das ist schon echt super. Okay, jetzt verteilen wir das Ganze mal auf den Teppich. So, jetzt muss der Teppich dran glauben. Ich habe hier den ganzen Dreck schön verteilt, auch einigermaßen schön eingerieben, dass der Roboter es nicht zu einfach hat. Wieder mal dasselbe Staub, Katzenhaare, Katzenstreu, richtig dickes Katzenstreu, also schweres Katzenstreu. Und jetzt werden wir das Ganze mal testen. Also auf der App
gebe ich wieder mal den Bereich an. Etwas dünner diesmal. So müsste ungefähr reichen. Von der Länge könnte es auch ein bisschen kürzer gewesen sein. So, das reicht auf jeden Fall. Und jetzt schicken wir ihn diesmal zweimal wirklich durch, weil wenn er schon beim Parkett ein zweites Mal gebraucht hätte, dann beim Teppich wahrscheinlich auch. Also, go cleaning! Okay. Wie vorhin muss er sich erstmal orientieren und dann geht's auch gleich los. So, jetzt legt er los. Beobachten wir mal, ob er das Ganze hier aufsaugen kann. Okay, ich habe den Bereich ein bisschen zu klein ausgewählt, glaube ich. Ist egal, nicht so schlimm. Also der kleine Bereich hier war ein bisschen zu knapp bemessen. Aber hier haben wir am meisten Dreck, das sehen wir dann, ob es weg ist. So, jetzt arbeitet er wieder im Zickzack-Prinzip. So, den ersten kleinen Bereich dürfte er gleich haben und dann fährt er ein zweites Mal durch. Aber schauen wir mal kurz nach dem ersten Durchgang, was er geschafft hat. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also hier, wie gesagt, ich habe es zu klein bemessen, deswegen ist hier noch viel Staub. Aber hier sehe ich kaum was. Also hier ist noch ein bisschen eingeriebener Staub. Mal schauen, ob er beim zweiten Durchgang das schafft. Also das ist natürlich schon fies gemacht, den ganzen Staub eingerieben. So, jetzt müsste er mit dem ersten Durchgang fertig sein. Und jetzt lassen wir ihn noch ein zweites Mal durchlaufen. Eigentlich ist nur noch hier so ein bisschen was übrig geblieben. Mal schauen, ob er es jetzt schafft. Nach dem zweiten Durchgang. Aber wie gesagt, das war schon ein bisschen mies von mir. Echt stark eingerieben. So, jetzt ist er hier durchgefahren. Oh doch, das sieht gut aus. Ja. Ist auf jeden Fall weniger geworden. Vielleicht noch ein bisschen erkennbar, dass da noch was ist. Aber spätestens nach dem dritten Durchgang wäre es gut gewesen. Aber wie gesagt, war wirklich eine Extremsituation. Sowas hat man, denke ich, zu Hause eher seltener bis gar nicht. Ach, das ist ja interessant. Jetzt arbeitet er in die andere Richtung im Zickzack-Prinzip. Okay, interessant. Anscheinend ist das so, wenn man ihn zweimal durchschickt, dass er eben einmal so rum macht und einmal so rum. Habe ich selber auch noch gar nicht gesehen. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. So gut wie alles gestaubsaugt. So, jetzt ist er fertig und fährt zurück zur Ladestation. Und dann schauen wir gleich nochmal in dem Staubbehälter. Hier auf dem Teppich würde ich sagen, hat er alles sauber geschafft. Nur eine Ministelle. Wobei, ich sehe es fast gar nicht mehr. Doch, hier so ein bisschen erkennt man, glaube ich, so eine dunkle Fläche. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es gar nicht mal Staub, sondern ein dreckiger Teppich. Wer weiß. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Saugleistung. Ist auf jeden Fall sehr vergleichbar mit dem Xiaomi Roborock. Also der 360 S6 ist echt top, auch von der Saugleistung. Und wenn wir schon dabei sind, öffnen wir doch mal gleich den Staubbehälter. Wir sehen, es ist wieder alles komplett voll mit dem Staub und Katzenhaaren und Katzenstreu. Sieht sehr gut aus. Also ich bin wirklich überzeugt von diesem Roboter. Ist auf jeden Fall eine Top-Alternative zum Xiaomi Roborock und auch noch günstiger. Mir persönlich gefällt auch zum Beispiel die App besser, weil man da mehr Möglichkeiten hat als beim Xiaomi Roborock. Gut, das war's von diesem Test. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder über ein Abo. Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zum Produkt. Also ich kann diesen nur wärmstens empfehlen. Demnächst folgt auch noch ein 360 S6 Wischtest. Bis dann bei Raspberry & Co. und tschüss!